Trentino-Region. Wir sind aber schon am Parkplatz in Rovereto, weil wir haben keinen Bock auf Stau, gehen lieber noch mal eine Runde richtig schön biken und fahren dann direkt staulos auf die Autobahn. Unser Tipp also, diese Tour, wenn ihr Staus vermeiden wollt. Und schaut mal, uns verfolgt schon wieder die Wölkchen. Das ist schon wieder das Gleiche. Da rechts musst gucken. Rechts, rechts, rechts. Rechts, rechts ist da, wo der Daumen links. Ja, sieht übel aus, wird schon halten. Das ist auf jeden Fall unser Gipfel heute. Oder Berg, Montezunga. Mit coolem Trail. Gardasee-like, vielleicht ein bisschen einfacher wie so die richtigen Gardasee-Kandidaten, aber trotzdem sehr, läuft sehr, sehr schön. Gut. Also, wenn man Trail fahren kann, dann kann es ja jeder auch fahren, ne? Also, du hast doch dein Lieblingstrail irgendwie. Wie war das nochmal? Da unten liegt Rovereto und um ehrlich zu sein, bis wir das erste Mal gemacht haben, habe ich gar nicht gedacht, dass man hier so gut Radfahren kann, weil da denkt man ja immer nur an die Autobahnauffahrt. Also ihr seht, die Wölkchen jagen uns zwar immer noch, aber bis jetzt scheint die Sonne und hier geht es richtig idyllisch rauf. So grün, gell? Find ja, schön, ich finde es schön. Wow. Obwohl es eigentlich eine große Passstraße so eine ist. Schöne Tafel, hallo Tafel. Ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. So, dass man gerne hier hochfährt. Oh, und so schöne Felsen, schaut mal hier. Boah, hey. Ihr seid ja schöne Felsen. Dann darf man nicht so viel Pizza geben, dann dreht er am Rad. Ich sag's euch. Und wir sind nicht die einzigen Biker hier. Einen kleinen anderen Weg, den Petra gerade gefunden hat. Und ja, die Wolken verfolgen uns. Petra boostet schon. Ich bin noch auf Sport. Und bleibt dran, wird geil. Nochmal ein bisschen Aussicht für euch. Oh ja, da hinten regnet es jetzt schon. Wir haben bis jetzt echt noch massig Glück. Oh ja, und da sieht man es so richtig, wie es regnet. Hui. Weiter? Ja. Wir müssen nämlich auch noch Kekse kaufen. Wir haben am Bike-Festival nicht nur gute Bikes gesehen, sondern auch gute Kekse mit Zitrone. Schafft sie es oder fällt sie? Na, na? Ja, ja. Ah, sie schafft es natürlich. Er hatte recht, ich habe schon geboostet. Hat sich aber gelohnt, weil ich habe ihn voll abgeschüttelt. Das ist jetzt mittlerweile ein echter Trail uphill. Und hey! Okay. Du bist es gefahren? Ich bin das gefahren. Da kann man noch was von mir lernen. Normal ist Nico der deutlich bessere Uphiller. Aber manchmal hat man halt gerade eine bessere Spur, dann findet auch das blinde Hühnchen namens Petra mal ein Körnchen. So, jetzt habe ich ihn mal vorausgelassen. Ich habe ja immer das Gefühl, ich halte Leute beim Uphill-Trailfahren eher auf. Wobei ich glaube, dass ich es gar nicht so schlecht hinkriege, wenn ich mich anständig bemühe. Also bei mir ist die Runterfahrmotivation immer ein bisschen höher als wie die technische Uphill. Wobei man schon zugeben muss, mit dem E-Bike macht es zum Teil richtig Spaß, sich eben ein bisschen reinzufuchsen. Ich glaube, der Weg ist eigentlich, also die Felsplatten, die man von unten sieht, sagt der Nico gerade. Ja, wir boosten hier drauf, was das Zeug hält. Die ersten Tropfen spürt man schon. Gewitter hört man auch schon. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof, aber jetzt hilft es eh nichts, weil ein Trail ist eigentlich dann besser wie auf der Straße, finde ich. Da friert man dann nicht so bergab. Nico macht dem E-Bike jetzt alle Ehre. Trail uphill. Wuhu! Eieiei, schaut mal hier. Hier sind überall so Löcher drin. Die haben sie schon mit Stecken zugemacht. Und es sieht so aus, wie wenn es hier lauter so Gräben aus dem Krieg sind, oder Spatzel? Ja, hätte ich auch gedacht. Ja, da kommen jetzt die Regenwolken. Shit, shit, shit. Ja, wir müssen in die Richtung, da ist noch ein bisschen Sonne. Hoffen wir mal, dass es uns nicht erwischt. Wenn die Frauen halt nicht immer so langsam wären, gell? Jetzt sagst du, dass du deine Schoner vergessen hast. Welche Schoner? Was? Die vom Knie. Ja, ich habe meine Schoner vergessen, leider Gottes. Naja, passiert. Hier hinten Shift, da drüben in die Richtung ist der Passubio, da waren wir letztes Mal. Hier ist der große Gipfel von Montezunga und wir sind am Weg zum Zunga Torta und dann geht's ab in den Trail nach unten, hoffentlich noch, ohne dass wir allzu nass werden. Ja.
Eigentlich ist der Weg voll breit, aber man muss trotzdem ganz gut aufpassen, ne? Kurz die mega coole Aussicht hier aufs Tal runter, aufs Sakartal. Also echt super schön. Jetzt machst du schnell.
ein Glück wir doch einfach hatten. Wir sind wieder zurück, ohne dass wir nass geworden sind. Es hat ein paar Mal leicht gespritzelt, es hat einmal richtig krass gedonnert. Und ja. Was heißt jetzt gespritzelt? Ja, Nieselregen. Ach so, Nieselregen. Und da ist schon wieder eine bedrohliche Wolke. Also die haben uns heute echt verfolgt, aber gleichzeitig voll gut in Ruhe gelassen. Jetzt geht's Kekse suchen. Ja, sollen wir euch da auch noch mitnehmen? Ja klar, ich habe doch schon gesagt, dass wir Ihnen die guten Kekse zeigen. Gut. Mit den Keksen war deutlich schwieriger als gedacht. Wir haben jetzt schon den zweiten Supermarkt probiert, aber wir finden sie leider nicht. Die sind auch ganz gut, aber nicht so gut wie die Originalen. Mhm. So, jetzt packen wir es nach Hause. Mhm. Ende Feierabend.